Hallo, wir sind's wieder. Ich bin Johannes und hier ist Sarah und heute testen wir den neuen Headspeed MP. Ja, Johannes, bevor wir jetzt hier lange rumreden, erzähl uns doch lieber was zu den technischen Daten. Ja, der neue Headspeed MP, 300 Gramm schwer. Hat ein 16x19er Beseitungsmuster, einen 320er Balancepunkt. Wir haben einen 100er Schlägerkopf und einen CPI-Wert von 500. Genau, stopp. Erklär doch mal dem Zuschauer, was überhaupt der CPI-Wert ist. CPI, Control Power Index. Das heißt, es ist ein Wert, der auf einer Skala von 100 bis 1000 sagt, ist der Schläger ein sehr starker Kontrollschläger, das wäre eine 100. Oder ist es ein Schläger, der wirklich die pure Power gibt, das wäre die 1000. Hier haben wir eine 500, dementsprechend selbsterklärend, wir sind hier in der Mitte. Es ist ein Allround-Schläger, der einen optimalen Mix eigentlich aus Power und Kontrolle bietet. Und ja, fandest du, dass man das im Spielen jetzt auch spüren konnte? Er war natürlich etwas leichter zu handeln als der Pro und hat ein bisschen mehr Power gegeben auch tatsächlich. Also das habe ich auch gespürt. Durch das Seitenbild ist es natürlich auch so, dass er etwas mehr Spin generiert. Kannst du dich da auch anschließen? Ja, definitiv. Also Spin habe ich hier sehr gut gespürt. Der MP hat viel Spin gegeben und ansonsten hat er sich allgemein angenehm gespielt. Also es ist eben tatsächlich ein Allround-Racket, was gute Power gibt, guten Spin gibt. War ich sehr zufrieden mit, hat sich gut gespielt. Ja, vielleicht sollten wir auch nochmal auf den Touch eingehen, den der Schläger tatsächlich bietet, denn Head hat eine neue Innovation wieder in den Schläger reingepackt. Ja, wir haben die neue 360 Plus Technologie hier im Schläger, das heißt, wir haben Spiralfasern im Rahmen, die den ganzen Schlägerkopf und den Rahmen noch flexibler machen und eben im Treffpunkt hat man dadurch noch einen besseren Touch, hat man ein besseres Gefühl auf dem Ball einfach. Definitiv, ja. Und ich fand, das konnte man sowohl beim Pro als auch beim MP hier sehr, sehr gut spüren auch. Ja, das sieht man auch bei den Spielern, die den halt spielen. Ich sehe das auch immer wieder. Das sind Spieler, die wirklich einen guten Touch haben, die da auch sehr viel Wert drauf legen. Und jetzt lese ich oft die Frage oder kriege auch oft die Frage gestellt, wieso macht Head keinen 98er Speedkopf? Das ist ganz einfach zu erklären. Und zwar ein 100er Kopf bietet einfach ein bisschen mehr Komfort, ist ein bisschen fehlerverzeihender. Weil ihr müsst euch vorstellen, je kleiner der Kopf ist letzten Endes, auch gerade wenn ihr in der Halle spielt und es wirklich schnell zur Sache geht, hat man halt nicht immer den optimalen Treffpunkt. Dem kann ich mich anschließen. Also definitiv, der 100er Kopf hat diverse Vorteile. Und ja, die abschließende Frage ist eigentlich, Sarah, wem empfehlen wir den Headspeed MP? Für mich ist der MP ein Universal-Racket. Er passt eigentlich wirklich fast auf jeden. Es ist ein super Einsteigermodell für Leute, die jetzt in die Speed-Reihe sich reintesten wollen. Und ich fand den Schläger wirklich extrem gut. Wie würdest du es einschätzen? Ich sehe es ähnlich. Also ich finde auch eine sehr breite Masse an ganz vielen verschiedenen Spielertypen kann den Speed MP spielen. Wenn man jetzt natürlich gerade erst mit Tennis anfängt, würde ich sagen, man sollte schon zu einem etwas leichteren Racket greifen, dann vielleicht eher den Speed S nehmen. Wenn man aber schon seine 2, 3, 4 Jahre spielt, kann man den auf jeden Fall testen und ja, es geht hoch bis zum Profi. Auch für Profis ist das ein gutes Racket. Von daher glaube ich, dass viele Leute damit Spaß haben werden. Ja, vielen Dank fürs Zugucken wieder. Abonniert Tennis Point, kommentiert, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Speed habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Review. Ciao. Advantage You.